Hallo und herzlich willkommen zurück. Im letzten Part haben wir unser Gekarbo-Tarn bekommen, das glücklicherweise das Wesen Schei hat. Und wir haben Professor Berg vor dem wilden Vivien gerettet. Und jetzt haben wir die Aufgabe, auf Route 101 Maike, also auf Route 103 Maike zu finden. Ich werde jetzt mal Gekarbos Opan auf Level 6 bringen. Dann haben wir hier ein stärkeres Pokémon. Oh, ein Waupel. Losfahren! In einer Wedlock müsste ich normalerweise das erste Pokémon auf einer Route sofort fangen. Aber wir haben momentan noch keine Pokébell. Deshalb wird das noch auf weiteres zurückgesetzt. Ah, fast ein Two-Hit. So ein Steve stinkt stark. Ja, die Animation vom Fadenschuss wurde auch verändert. Seit X und Y. Ja, mir gefällt es besser, muss ich sagen. Na gut, ich dachte schon, ich hätte da Müll produziert. Und Wampless besiegt. 20 Erfahrungspunkte. Yes, Level 6. Sind deine Pokémon müde? Dann bring sie in ein Pokémon-Center. Es gibt eins hier gleich um die Ecke. In Rosalstadt. Gehen wir sofort hin. Rosalstadt. Oh. Hä? Ha, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Da drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Man kann ihn ganz leicht an dem blauen Dach erkennen. Er verkauft dann jede Menge nützliche Dinge, wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Ja, die Eigenwerbung. Ja, ist klar. Hier ist das für dich. Ein kleines Werbegeschenk, sag ich ja. Die machen Werbung. Schwamm, die erhält Tränke. Die können wir übrigens nur außerhalb des Kampfes einsetzen. Das ist auch ein Teil der Wedlock-Regeln. Tränke kann man überall einsetzen. Genau, das macht sie so unfassbar taktisch. Und hier ist ein Pokémon-Center. Du kannst es am roten Dach erkennen. Die Angestellte dort hält ein Pokémon und sorgt dafür, dass es topfit ist. So, das waren sie, meine nützlichen Tipps. Das war doch sehr freundlich von mir, oder? Nicht? Gute Reise. Danke, wünschen wir dir auch. Hier sofort unser Paaren heilen. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Set. Wir heilen deine Pokémon und machen wieder mit. Sollen wir dein Pokémon-Team heilen? Ja, mach das mal. Jetzt bin ich gespannt auf die Musik. Vielen Dank für dein Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ja. Ich hoffe eher nicht, weil dann wären ja meine Pokémon verletzt. Ein Blumenweid. Der lässt uns sicher wieder nicht durch, oder? Ich habe hier die Fußspuren eines alten Pokémon gesehen. Warte, bis ich sie fertig abgezeichnet habe, okay? Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Anscheinend müssen wir hier noch etwas machen in dieser Stadt. Hi, wie geht's dir? Du hast kein Bett. Das Pokémon auf der linken oberen Seite der Liste tritt im Kampf als erstes an. In manchen Situationen kann es sich lohnen, die Reihenfolge der Pokémon zu ändern. Das könnte dir einen Vorteil verschaffen. Ja, vor allem wenn man mehr als einen Pokémon trainieren will. Ich glaube, hier können wir erst Tränke kaufen. Und da können wir schon Pokébälle, das wäre toll. Nö, wirklich nur. Der hat uns 10 Tränke geschenkt. Okay, das war toll. Und vor allem großzügig. Oh, wie schön die Häuser aussehen. Ist einfach toll. Mal schauen, was hier ist. Route 103. Ihr könnt gleich schon wieder ein Pokémon fangen. Aber ja. Oh, wir werden angreifen. Los geht's.
Ein wildes Zigzags. Losplanen. Jetzt machen wir Absorbo, weil als erstes ein Pfund wäre schlau. Los, Pfund. Batz. Das macht mir nur ein Viertel oder weniger. Oh. Hoffentlich kann ich jetzt Absorbo ein wenig heilen. Hi, das wird ein langer Kampf. Auf! Hör auf damit! So, noch ein Absorber und dann ist der Kampf auch vorbei. Level 7 werden wir noch nicht erreichen. Batz! So. Zigzags wurde besiegt. Ja, 24 Erfahrung. Naja, fast der halbe Level. Oh, die Perspektiven. Ja, nochmal eins. Oh, Fifin können auch fangen. Soll ich jetzt kämpfen? Ja, ich kämpfe jetzt einfach mal. Level 7 ist sicher nicht schlecht. Das ist einfach nur ein 4-Hit-KO. Das ist einfach... Ah, egal. Und die macht alle drei Schaden. Und ich heile mich jede Runde 2. Ich glaube, das hat keine Chance, da uns zu ziehen. Ja, 4 Schläge brauchen wir, um es zu besiegen. So, noch ein Schlag und dann ist aus die Maus. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. So, jetzt ist fertig. Nochmal 24. Ja, es reicht wirklich nicht ganz. Die Perspektivenänderung. Oh, das merkt die sicher. Moment, das ist nicht. Das ist doch der See aus dem Intro, oder nicht? Hi, Maike. Tatsache, das ist der See aus dem Intro. Was guckst du denn da? Guckst du denn da, Maike? Mal überlegen. Was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Oh! Oh, hi Schwandi! Oh, ich sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besten Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt es nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Oh oh. Wir haben es ja nicht geheilt. Oh oh. Oh, die Animation. Wie genial. Sie hat ein Flemmli. Nein! Bitte nicht. Los, Silberbeck. Ja, wir sind schneller. Sehr gut. Fio! Verdammt! Oh, ah, nein! Wir verlieren ja noch. Nein! Jetzt kannst du da nichts mehr retten. Höchstens ein Crit oder wenn der Gegner dumme Sachen macht. Nicht Katzer, nicht Katzer. Nein! Oh, verdammt. Oh, ich hätte mich heilen müssen. Ja gut. Laut Nuzlocke wäre jetzt das Projekt zu Ende. Aber... Meist macht man das so, dass man den ersten Trainerkampf nicht einbezieht, da es da häufig mehr von recht oft von Glück abhängt. Und ich war jetzt halt nicht so dumm und habe mein Pokémon nicht geheilt. Deswegen machen wir jetzt hier ja eine Ausnahme. Das soll jetzt keine Ausrede sein, weil ich will jetzt da nicht wieder vorne. Doch, das ist eigentlich eine Ausrede, weil ich will da nicht von vorne anfangen. Ich will jetzt da eine Revanche und mach dich fertig, Maike. Hast du schon mal gesagt? Los, ich will das ja fertig machen. Jetzt, diesmal gewinne ich, sage ich. Tada! Coole Pose und wieder die. Coole Kampfformation. Flemmli wird von Maike Pokémon-Trainer eingesetzt. Los, Pan. Z.
Zeig diesem Flamlibär hier, der Herr im Wald ist. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt gegen sie kämpfen müssen. Das war etwas dumm. Batz. Oh. Ein Volltreffer, ja, der hätte uns vorher mehr geholfen. Was jetzt? Nochmal. Ja, genau. Jetzt geht Pan voll ab. Der will unbedingt sich rächen für den Kampf vorhin. Finde ich auch gut so. Batz. Und Flemmi geht zu Boden. Wir haben gewonnen. Unser ersten Trainerkampf. Und Level 7. Wow, das war spitze, Schwandi. Du bist ein echtes Naturtalent. Ja, 200 Poké-Dollar. Das war ein toller Kampf, danke dafür. Warte mal eben, ich heile unsere beiden Teams. Danke sehr, dann müsste ich keinen Trank aufbrauchen. Dein Team wurde vollständig geheilt. Ich glaube, ich weiß es, warum mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Du hast ein Pokémon noch nicht sehr lang, aber es hat dich schon sehr gern. Das sagt doch alles. Natürlich, wir sind ein super Team. Mit jemandem wie dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Hoffen wir jetzt mal. So, ich bin jetzt mit meiner Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Wir müssen zurück. Also rennen wir jetzt ins Labor zurück. Wir haben immer noch keine Pokémon-Bälle. Wir sind jetzt bei 12 Minuten. Aber ich will jetzt unbedingt noch ein Team-Pokémon für Pan fangen. So, zurück in Wurzelheim. Auf ins Pokémon-Labor. Mal schauen, was Professor Eibe dazu sagt. Hey, Schwandi, hier drüben. Also ich hoffe, das war jetzt Mike. Wie ich gehört habe, hast du Mike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat diesen Schogen. Deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Hier nimm diesen Pokédex. Diesen Pokébells hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Ja, wir haben einen Pokédex. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Maike geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokémon gegangen ist, um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Auf dich warten Begegnungen mit so vielen Menschen, Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst und mir zeigst, wie du vorankommst. Ach, da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Ja, aber gib Acht auf die Vivians. Jetzt hast du also deinen Pokédex, Schwandi. Genau wie ich, das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Hier ein paar Pokébälle, um wilde Pokémon zu fangen. Ah, yes, Pokébälle. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich als Anfänger. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar dann Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Das ist irgendwie auch logisch, oder? Den Trainingseffekt bleibt sicher derselbe. Ja, das haben sie angepasst. Das war früher nicht so und jetzt sagen sie, das ist logisch. Ja, ja. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt, wie alt Wilzebogen, was für Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Geben wir beide unser Schwächstes, Schwandi. Aber sicher. Und jetzt gehen wir sofort raus und fangen unser erster Teammitglied. Das muss jetzt... Warte, Schwandi. Also ich hoffe, das ist... Sicher unsere Mutter, ja eben. Hast du schon bei Professor Birk vorgeschaut? Oh, was für ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Birk bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau nach deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendetwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung?
Also los, schnapp dir die alle, Schatz. Ja, gonna catch them all. Ja, kannst gehen. Ich werde auf mich aufpassen, keine Angst.